Wir sind da beim Katus und du wirst uns jetzt erzählen, was wir da machen. Und das um 9 in der Früh. Um 9 in der Früh kann ich nicht einmal denken normalerweise, geschweige denn kriege ich einen geraden Satz raus um 9 in der Früh. Ich warte mal, bis ich mal einen Sprudel bekomme, ja, einen Katus-Sprudel. Ja, wichtig ist, dass wir jetzt einmal hier sind, weil von hier aus begeben wir uns auf einen Roadtrip, wie jedes Jahr. Das hat jetzt schon irgendwie eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Periode das entwickelt. Also nicht ich, aber eben diese ganze Situation, dass wir jedes Jahr nach Lignano fahren. Ich bin eine Botschafterin von Lignano und dieses Jahr in Lignano erwartet uns etwas ganz Tolles, nämlich wir machen eine Housewarming-Party von meinem Penthouse dort, wo sehr viel Katus gibt. Mhm. Ja. Und wir stellen meinen eigenen Mausi-Wein vor von der Domäne Baumgarten. Den kriegen wir auch gleich ins Bild. Den muss ich euch unbedingt zeigen, weil der wirklich einfach genial geworden ist. Und dann ist etwas ganz Besonderes. Ich bin Testimonial von den schnellsten Rennmotorrad am Wasser. Ich bin quasi jetzt die Rennmaus von Lignano und dieser Votoscooter hat 390 PS, also der kann richtig was. Pass auf. Und jetzt zeige ich euch meinen Wein. Katharina, das ist die Junior-Chefin. Ja, das ist hallo, die Katharina Baumgarten. Und sie ist ein gescheites Mädel. Sie hat nämlich gestern die Uni-Prüfung geschafft. Studium fertig, ja. Ja, und das ist jetzt mein Mausi-Wein. Ja, ich trinke halt wahnsinnig gern Rotwein und sie hat mir extra einen Mausi-Wein gemacht. Und ja, was soll ich sagen dazu? Ja? Und gemeinsam mit meinen Lieblingskatus werden wir sehr wundervolle Tage, wirklich sehr, sehr schöne Tage eben verbringen, jetzt in Lignano. Die werden aber auch sehr stressig werden, weil wir wirklich zwei Tage komplett durchdrehen. Also ich drehe sowieso permanent durch, ja. Aber wir werden wirklich also komplett durchbeschäftigt sein. Und es werden auch sehr viele lustige Leute runterkommen. Es kommt auch der Kali Spieß, also der ehemalige, also nicht der ehemalige, der immer noch der Filmproduzent Spieß mit seiner Frau. Der Werner Tomanek kommt runter nach Italien. Es kommen viele lustige Leute runter. Ja, und wir werden es extrem lustig haben. Und wie kommen wir runter? Auch das ist eine ganz, 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 ganz tolle Frage. Ja, eine ganz wichtige Frage. Günther, wo bist denn du? Günther, komm mal her. Der Günther Kalliner, der ja früher bei BMW in Wien war. Günther, wie heißt das Autohaus jetzt, wo du jetzt bist? BMW Auer. BMW Auer. Genau. Wer ist Auer? In Krems. Auer. Auer. Genau. Auer. 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 Aber Auer. BMW. Ja. Aber BMW. BMW, genau. Ja, wir haben auch Iveco, Suzuki, kommen nur ein paar Marken dazu. Also okay. Wir sind da schon bald aufgestellt. Und na bitte. Mit Opel und BMW sind sicher unterwegs nach Lignano. Ja, ne, absolut, genau. Absolut. Genau. Ja, da freue ich mich jetzt schon sehr. Ich hoffe nur, dass wir das Ganze schon einmal. Die ganzen Flaschen, die da stehen, müssen wir jetzt in die Autos unterbringen. Ja? Das müsst ihr dann einmal abfilmen. Ja? Das muss jetzt alles rein in die Autos. Ja? Das wird ein Problem werden, Günther, oder? Ich fürchte schon, dass wir mit einer riesigen Dachgalerie nur mit Flaschen bewaffnet runterfahren. Wobei, weißt du, das wird ja gefilmt auch, gell? Ja. RTL begleitet uns für exklusiv Weekend. Ich bin ja ein RTL-Kunde quasi der ersten Stunde. Naja, der ersten Stunde nicht. Ich bin ja gereimt jetzt. Der Welt, ja. Aber ich bin natürlich ein RTL-Kunde. Und ja, was soll ich sagen? Dschungelcamp und viele andere Formate. Und so gesehen natürlich, ja, machen wir alles für RTL und es ist jetzt der erste Teil des Drehs und die nächsten gibt es dann im August und da lassen wir uns auch noch irgendwas Lustiges einfallen, also es ist immer was zu tun. Alle die heute nicht mitfahren können, die können sich im Fernsehen anschauen dann. Alle die heute nicht mitfahren können, können sich es natürlich im Fernsehen ansehen und zwar ein Sonntag, ich glaube es müsste der 15. sein. Geh Günther, schau mal nach, ob der 15. Also, oder was um den 15. Morgen, Servus. Der 15. August ist es, nein, August ist es ein Sonntag. Das ist der Kellermeister von Katus. Ja. Wichtiger Mann. Ist ein Sonntag. Der 15. August, am 15. August wird es voraussichtlich ausgestrahlt. Okay. Ja, genau. Ja. Gut. Ja, dann wollen wir den nicht aufhalten. Ja, wir ploppen dann, aber erst wenn alle da sind, dann fangen wir an zum Ploppen. Ja? Alles klar. Nein, jetzt muss ich euch ja noch den Junior-Chef vorstellen. Pass auf. Das ist der Junior-Chef. Der Junior-Chef. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Johannes Katus persönlich, ja. Er persönlich ist er für den wundervollen
fantastischen. Also schau, es gibt natürlich ja viele, viele Sprudelsorten, ja, wie Champagner oder eben Sekt nach Champagner-Methode. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich lasse jeden Champagner stehen, wenn ich meinen Katus bekomme. Das muss ich wirklich ganz ehrlich und ungeschmeichelt sagen. Es gibt ja nur einen Katus. Weil er... Und ich weiß auch, warum er so gut ist. Ja? Erstens einmal wegen der Trauben, wegen der Zubereitung, wegen dem Kellermeister und auch wegen der Dosage. Das weiß ich auch mittlerweile. Ganz genau. Die Dosage ganz genau. Und ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein lang gehütetes Familiengeheimnis, ja, das wir über die Generationen gesichert haben. Und mit dem Herrn Bratsch, unserem Kellermeister, gemeinsam haben wir das ganz gut über die Runden gebracht die letzten Jahre. Um jedes Mal. Wie viele Generationen sind das mittlerweile? Die fünfte jetzt. Also meine Schwester und ich sind jetzt quasi in der fünften Generation. Generationenwechsel passiert gerade. Meine Eltern ziehen sich ein bisschen zurück aus dem Unternehmen und wir haben jetzt die große Freude, diesen Traditionsbetrieb dann für die nächsten Generationen zu sichern. Ja. Tolle Sache, ein fast ein Wahrzeichen in Wien-Kartusen. Ja, also wenn Sie das so sehen, dann freut mich das natürlich, aber man wächst mit Stolz auf, wenn man in so einem Betrieb aufwachsen darf und ist natürlich auch eine Verantwortung, aber der stelle ich mich mit meiner Familie sehr gerne. Ja. Wunderbar und schmeckt fantastisch. Und schmeckt fantastisch. Und der Katus wird uns natürlich jetzt den ganzen Weg nach, nicht nur nach Lignano, sondern auch in Lignano begleiten. Und wir werden ja auch tolle Gäste unten haben. Der Karl Spies, der Filmproduzent, schön, wird auch unten sein. Der freut sich auch schon total, ja. Und dann müssen wir auch noch das Rennmotorrad dort taufen. Da werden wir eine Flasche quasi opfern müssen für die Taufe. Das, also ich muss da ganz ehrlich sagen, da tue ich mir wirklich schwer. Mit einer Opfertaufe tue ich mir, weiß ich, ich stamme noch aus der Generation, wo man einfach nichts verschwendet. Ja? Ja. Damals hieß das Uras, das weißt du nicht. Ich meine, ich weiß es auch, ich habe es so gehört. Ja, ich bin ja auch noch viel zu jung dafür. Ich habe es so gehört, aber eine Flasche müssen wir opfern zum Taufen. Aber das ist ja ein vernünftiger Zweck. Genau so ist es, ja. Gut, dann wollen wir nicht mehr aufhalten. Genau. Und wunderbarer Betrieb. Ja. Und man kann sich am besten selbst davon überzeugen, wenn man eine Flasche Katus kauft und kostet. Ganz genau, dann schmeckt man die jahrzehntelange Tradition und unser Herzblut, das da hineinfließt. Was ist das Besondere an Katus? Natürlich einerseits so, wie wir aufgestellt sind als Wiener Familienbetrieb, das ist einzigartig, also wir sind die einzige Sektmanufaktur in Wien, die noch im Familienbesitz ist und natürlich kommt dann damit die viele langjährige Erfahrung in der Sektproduktion einfach mit und das zeichnet uns aus, darüber profilieren wir uns und das versuchen wir halt jedes Jahr unter Beweis zu stellen, wenn wir unsere Cuvées auf den Markt bringen. Ja. Alles klar, dann sage ich ja recht herzlichen Dank. Danke vielmals. Ja. So, die perfekte Hausfrau serviert das perfekte Frühstück. Also wie früher quasi, wie wir verheiratet waren, war es ja genauso, oder? Was? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir immer Kaviar zum Frühstück gehabt haben. Ja, ach so, na geh. Na geh. Soll uns nie schlechter gehen, zum Wohl. Ja, schau. Ich muss arbeiten. Sowohl. So, meine Herren. Jetzt haben wir ein Dreamteam da. Fangen wir beim. Ich hoffe, wir die Zuseherinnen und Zuseher auch. Ja, denk schon. Miss Ross an das Team und sie ist Dream. Ja, genau. Sie ist genau. Fährst du mit nach Italien? Ja, ich hoffe, ich werde mit einem tollen Auto geführt. Ne? War nicht mit dem Ferrari? Nein. Wir fahren zwar ins Ferrari-Land, aber. Ich werde geführt und hoffe, kann ich das genießen. Aber in einem BMW, oder? Stress. Ja, ist ja auch die deutsche Gründlichkeit, da kommt man sicher an. Ne? Und der Komfort dürfte auch da sein, also passt alles. Also die Organisation bis jetzt alles bestens. Mein Haarschnitt braucht euch auch keine Sorgen machen, jetzt habt ihr einen wunderbaren Friseur mit. Wir haben notfalls alles mit, aber die sind ja eh schon so hübsch. Alles, was ich da tun würde, würde den Horizont überschreiten. Also mache ich gar nichts, ich genieße einfach Katus. Und ich genieße die Freundschaft, speziell mit Herbert und mit allen, die da sind. Ich freue mich irrsinnig drauf und ich kann es gar nicht glauben, dass er dabei sein darf. Ein Hoch auf die Maus. Jetzt wollen wir natürlich von dir noch wissen, der Mausiwein, was ist da so das Besondere, dann, außer dass er von euch ist? Also die Christina ist ja eine Rotweintrinkerin durch und durch. Dementsprechend ist das ein blauer Zweigel, den wir da mit haben. Und das Etikett ist auch von ihr. Ich habe ihr gesagt, ja, sie soll mir ein Foto, wo sie sich gern sieht, drauf soll es verschicken. Und ich habe da eine Etikette dafür gemacht. Und ja, der geht jetzt on Tour, darf mit uns nach Italien mitkommen. Und dann werden wir da hoffentlich zu ein paar italienischen Köstlichkeiten dort probieren können.
Das ist ja Wahnsinn. Der eigene, wir nehmen den eigenen Wein in ein Rotweinland ein. Aber ich habe ja gehört, ich habe ihn noch nicht probieren können noch. Ich habe ihn noch nicht getestet. Aber ich bin schon gespannt, weil ich habe ja gehört, dass Männer speziell ab 50 Jahre soll ja die, du hast ja so eine Zusammensetzung gemacht mit dem Wein, dass das auch ein bisschen die Erotik fördert und ein bisschen die Potenz fördert. Und das ist das Tolle. Das ist das Tolle. Das werden wir jetzt probieren. Das hört ja gleich ein bisschen auf. Scheiße. Ups, der Rotwein ist aus. Nach unserem Test ist der dann ausverkauft. Die sagen ja, bist du gescheit. Die haben das alle bestätigt. Das ist ja Wahnsinn. Da brauchst du keine Viagra mehr. Trinkst nur mehr den Mausiwein und das ist alles also erledigt. Also der Rotwein wird versteckt. Weißwein habe ich eh nicht. Und stilles Wasser. Stilles Wasser für die Herren. Jetzt nochmal zurückkommen. Das ist ja wirklich geeignet. Es nimmt so ein Rotwein nach Italien mit. Na, es fährt. Wir fahren mit einem BMW nach Italien. Und ein Figaro nimmt es auch mit. Bei mir gibt es eine Ausrede. Ich bin ja eigentlich ein Südtiroler. Von daher gesehen. Eigentlich ja, genau. So gesehen fahre ich in das Land meines Weltmeisters, Europameisters. Okay. Ja. Und reden wir mal in Englisch. Richtig. Und zwar so, wie es gehört in Italien. Du, you know, strette hätte. Also, ne? Wobei, es müsst aufpassen, gell? RTL 5 mit. Ah ja, genau. Wir werden schauen. Ja. Ich habe noch nie mit Kameras. Hast du schon mal mit Kameras, Herbert? Täglich ist schwierig. Home Stories täglich, das ist. Ne? Ja gut, nichtsdestotrotz. Aber das werden wir ja dann alles sehen. Genau, und wir wünschen euch einen tollen italienischen Aufenthalt, Italien-Aufenthalt. Ne? Also auch zu, für 6 Flaschen zahlt das Doppelte. Jetzt verabschieden wir, pass auf, jetzt verabschieden wir uns mit, ihr sagt es TV21, Forza TV21! Wir haben nämlich gerade vernommen, erstens einmal, dass ein Rotwein nach Italien geführt wird, das ist schon schlimm. Dann haben wir gehört, dass die Leute mit BMW und nicht mit Ferrari ins Land nach Italien fahren. Was sagt man da als Mr. BMW? Naja, eins muss ich ja sagen, er hat ja das Auto in der Garage stehen lassen, okay. Weil er schon gewusst hat, dass er mit einem BMW fahren muss. Nein, du kannst das aussuchen. Wir haben auch Opel, aber BMW natürlich ist sportliche Marke, genau. Eleganz, Sportlichkeit verbindet ja alles und vor allem auch sicher, wir kommen dort sicher an, also da haben wir sicher keine Bannen. Das stimmt, genau. Jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, mit welchem Auto Richard Lugner nach Italien fährt. Ich fahre gar nicht nach Italien, ich fahre mit einem Autobus nach Kroatien und mache eine Schiffsreise. No, das ist aber auch nicht. Sonst fahre ich im Sommer mit einem Porsche, aber heute bin ich im BMW da, weil ich bei den Salzburger Festspiele war und den Koffer noch im Auto hatte. Also doch ein BMW auch. Ne? Ja, der BMW ist der tollste, den es momentan gibt, der 845er, den gibt es erst seit 2 Jahren. Jetzt wollen wir natürlich wissen, fahrt ihr nach Italien? Nein, ich kann nicht, ich muss arbeiten. Gott sei Dank darf ich arbeiten. Ja, das ist einmal gut, nicht? Wobei Italien war natürlich auch Reise wert. Absolut. Ich bin tatsächlich sogar die Woche noch in Italien. Mhm. Allerdings erst am Sonntag, weil ich zu einer Hochzeit eingeladen bin. Wir haben eh kurz geredet, ob es sich überschneiden würde. Aber ich habe leider auch in der Zeit bis dahin noch einiges zu tun und muss arbeiten. Deswegen geht es sich diesmal das nicht aus. Das sieht man, wie durchorganisiert Christina Lugner ist. Also die machen da jetzt einen Tross nach Italien, verursachen Chaos und dann kommt der Putztrupp, Lukas Barbuda. Ich räume dann auf. Alles klar. Es wird ausgeschenkt. Wer hat noch nichts zu trinken von euch? Ich. Gut. Wo sind wir? Ja. Und bei euch geht es jetzt wirklich an? Naja, an. Also so blöd es klingt und das soll bitte nicht gierig klingen, aber ich mache jetzt, was geht, weil das Damoklesschwert schwebt eh schon wieder und ich glaube, es geht uns allen so, auch in der Gastro. Man versucht jetzt einfach ein bisschen Geld zu verdienen, weil irgendwie ist die Lage schon wieder sehr spannend. Ich hoffe aber nicht, dass es noch einmal so weit kommt, weil man sieht, wie man das braucht. Man braucht die Gastro, man braucht das Fortgehen, man braucht die Gesellschaft, wir brauchen euch, weil das ist einfach etwas, was ein Stück Leben für uns ist. Ne? Wir brauchen umgekehrt auch die Leute. Ja. Ja. Das ist ja dasselbe. Wir können uns, weiß nicht,
auf der Bühne einen Kasperl runterreißen, aber wenn keine Personen kommen und da nichts zurückkommt, ist das halt, das hat man auch gesehen, auch letztes Jahr mit den Initiativen, mit Online-Konzerten, klar bietet es zumindest eine gewisse Plattform, aber es ist halt einfach nicht dasselbe. Die trifft ja doppelt, nicht? Weil vom Club her... Absolut, also sowohl mit meiner Bar als auch jetzt mit den Auftritten. Ich meine, bei uns ähnliches Denken, alles was jetzt momentan möglich ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, versuchen wir. Und ja, mit schon auch Bedacht und Sorgfalt, dass wir in den Herbst hinein nicht zu sehr wieder abschlittern. Aber es gibt ein aktuelles Thema. Man sieht eigentlich, wie polarisiert wird. Beispiel Nena, oder? Sein Konzert im Freien gewesen, wo Leute in Kobeln sitzen mussten und kaum wird hier irgendwo, logischerweise, Musik lebt vom Gemeinschaftsgefühl. Ja? Also es gibt nichts Schlimmeres als diese 50% Auslastung. Ich habe Konzerte gehabt, da ist einfach eine andere Stimmung. Und es sind Dinge einfach erlaubt, wie Demonstrationen oder sonstige Paraden oder sonstiges, da ist wurscht. Und dann macht man eine Veranstaltung, wo die Leute mit 3G hinkommen und dann musst du dich in eine... Also ich verstehe natürlich, dass der Veranstalter das unterschrieben hat und dass es Konzepte gibt, aber es stimmt hinten und vorne nicht. Und das ist für mich so... Und kaum macht jetzt ein Künstler was dagegen, dann ist er der Böse. Also es wird schon sehr viel polarisiert. Das ist, Wobei, das muss ich euch natürlich sagen, wir waren bei einem Open-Air-Konzert. Es war sehr schlecht besucht, leider. War, ich sage jetzt nicht wo und durch wem. Und da war eine Sprecherin auf der Bühne, die für den Veranstalter gesagt hat, bitte Maskenzwang gibt es nicht, aber freiwillig, wenn sie aufs Klo geht, bitte die Maske aufsetzen. Bitte, das war eine Freiluftveranstaltung und irgendwo weit ab standen drei so Klo. Dixi-Klos. Also das macht natürlich Sinn. Ja, es ist teilweise generell die Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen nicht immer mit einem roten Faden versehen und daher für viele auch dann unverständlich. Und auch für Unmut bei den Gästen oder auch bei den Besucherinnen sorgt, absolut verständlich. Ich bin schon der Meinung, dass man gewisse Maßnahmen treffen kann und soll, aber dann halt wirklich in allen Bereichen mit gleichem Augenmaß bemessen und nicht einfach dort so, da so. Weil dann bringen sie ja ohne dies nichts. Ich kann euch nur wünschen, euch, uns, auf jeden Fall, dass es so weitergeht, dass die Leute sich wieder trauen, dass wir wieder volle Häuser, volle Open-Air-Veranstaltungen haben und wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Ich hoffe auf bald bei eurer tollen Location, wenn wir endlich einen Termin finden. Wunderbar. Danke. 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 Danke.
TV21 Austria. Einfach anders.